I owe you a favor. Thank you for wishing me my child safe. Let me know if I can do anything for you, even if someone was charging unfair prices for an IH. Hey ho Menschen, ich melde mich zurück zu Pokémon Zeta Nuzlocke Challenge. Ja, im letzten Part ist ja uns der liebe ist ja Johto verschwunden. Ja, und er ist tot und er war noch so jung. Ja, und ich schreibe es ja nicht so wie gewisse andere Leute. Light Gaming in den Titel, um zu spoilern. Nee, das mache ich nicht. So, und jetzt müssen wir natürlich wieder warten, bis wir ein anderes Pokémon bekommen und ja, so kämpfen wir gegen diese Gegner. Jetzt die Musik auf jeden Fall wieder leise. Ne, warte. Ja, das war laut. Ja gut, da kann man nichts machen. Nicht Tackle, ich wollte Ember machen, scheiße. Tackle! Yo, gibt's irgendwas zu erzählen? Ja. Ich bin mal kurz weg. So, ich bin wieder zurück und yo. Wo war ich gerade? Ich wollte gerade sagen, ob es irgendwas zu erzählen gibt. Ja, also, wir spielen ja dieses Spiel und ich werde es, glaube ich, hauptsächlich dafür benutzen, um einfach ein bisschen zu quatschen und um natürlich auch dieses Spiel zu entdecken. Und dieser Sound, ne? Ich weiß nicht, wer auf diese schlaue Idee kam, diese Unterschiede so krass bemerken zu machen. Also, vielleicht kann man es ja in den Settings einstellen. Mal sehen, ich guck mal. Ich guck nochmal nach. So, X. Options. Und ja, das dauert immer ein bisschen. Frame, Battle Style, Battle Scene, Font Style, Screen Size, Volumen 20. Es ist schon auf 20. Das ist krass, ne? Naja. Jedenfalls, wie gesagt, wollte ich dieses Let's Play eigentlich dazu benutzen, um ein bisschen zu quatschen. Ein bisschen. Ich finde mein Zuhause nicht mehr. Ja, ein bisschen zu quatschen eben. So, die Musik ist jetzt ein bisschen leise, aber das ist laut genug, denke ich. Ja, und ich, der liebe, ich weiß nicht, ich glaube, das war Reiner. Rinor. Ich nenne jetzt einfach mal Reiner. Meinte, ich muss jetzt nicht wirklich alles vorlesen, also mit Englischen und so. Ich werde es Englisch vorlesen, aber ich werde versuchen, das zusammenzufassen. Es geht auf jeden Fall klar. Aber das gleich zu übersetzen, das mache ich dann nicht mehr. Ja, das ist das. Und bis jetzt haben wir 3 Minuten aufgenommen. Ja, ich habe gerade eben vergessen, den Timer wiederzustellen, aber who cares? Und ich glaube, man merkt in diesem Spiel schon, es ist schon ein bisschen herausfordernder. Ich meine, da sind Radfazi einen beabsichtigt töten wollen. Ah, du bist richtig gut, Mann. Ja, das. Ich danke dir. Ganz herzlich. Das sieht man auch bei LC, weil ich super gut bin, Mann, ey. Ja, ich nehme das direkt nach LC auf. Warte mal, das ist eine neue Route. Oh mein Gott, habe ich Pokebälle? Wenn ich jetzt keine Pokebälle habe, dann wäre ich aber sauer. Gut, ich habe Pokebälle. So, und wir wollen uns ein Pokémon fangen. Und da ist ein Pokémon. Kappels! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Seht ihr das? Seht ihr, wie geil das ist? Ich habe die Musik gerade mal wieder ein bisschen lauter gemacht. So, meine Freunde. Dann schwächen wir das. Und wehe, du kriegst ein Quit Light. Dankeschön, Light. Mit Quit hat das, glaube ich. Ich glaube, das ist sogar noch nach den 5th-Gen-Mechaniken. Also ein Quit hätte gereicht. Also, Pokéball, los! Du. Ja! Sehr schön. Wir haben einen Schrumisch. Nice one. You love to eat damp, composted soil in the forests. If you enter a forest after a long rain, you can see many shroomish feasting and composted soil. Aha. Wenn ich jetzt wüsste, was Soil heißt, dann könnte ich euch das auch erklären. Jedenfalls, ja, es mag auf jeden Fall Damp und Composted Soils. Wisst ihr Bescheid, ne? So. Und denen geben wir natürlich auch einen Namen und das geht ganz schnell. Oder wollen wir es so hier nennen? Wartet. Glücksknilz. Passt nicht hin, schade. Ja, wie nennen wir es? Also, ich weiß nicht, also ihr, das Let's Play mit Justin, was ein bisschen inaktiv ist, da habe ich ja auch einen Pilz-Pokémon gefangen, und zwar Paras. Und da habe ich es Lou genannt, und zwar in Anlehnung auf The Last of Us. Ich weiß, aber hier passt das nicht so gut. Wisst ihr was, ich nenne es einfach Sui. Der Diasaut wird sich freuen.
Ich weiß auch, weil er ein totaler Sui-Fan ist, müsst ihr wissen. Enter to confirm. Okay, gut. Da haben wir einen Schrummisch und ihr wisst, was das bedeutet. Training! Erstmal angucken, wie die Stats so sind von unserem lieben Sui. Ich muss hier erstmal noch mit der Steuerung klarkommen, ne? Das sieht richtig gut aus. Hardy. Naughty. Ich glaube, hier sind auch die DVs. Yeah, boy. 30 Speed DVs, das ist geil. Die anderen sind jetzt nicht so gut, aber trotzdem. Das hier hat übrigens gute DVs. Taubsi hat auch richtig gute DVs, Leute. Richtig gut, richtig scheiße, dass ich verloren habe, Mann. Ach, nee. Warte. 0 von 30? Verstanden. Ach so. Okay, es schwankt zwischen 5 und 28. Okay. Also ist noch nicht klar. So. Und, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück und ich habe Sui auf Level 9 gebracht. Ja, also die schlechten DVs machen sich bemerkbar auch im Kampf. ja, es ist ja schon ein bisschen defensiv schlecht, offensiv erst recht. Hey, es hat sich gereimt. Hat Poison Heal, habe ich gar nicht gemerkt. Geil. Okay, oh geil. Und ja, hat Stunzbau auf Level 9 gelernt. Und Light ist durchs Training, weil es ja auch mal einmal wieder auswechseln muss, auf Level 10 gekommen. Jo, so viel dazu. Ja, und was hast du dazu zu sagen? Sui loves this tune so much that Sui is singing it. Haha, geil. Der mag die Musik so sehr, dass es einfach jetzt auch singt. Ja, Sui, ich würde dich das singen sehen. Steht eigentlich da auf dem Schild. Im Norden Saviva Town, im Süden Superior Town. Okay. Was? Ein Gras? Komm schon. Okay, davor flüchten wir jetzt mal. Aber der Speed ist eben ganz gut, finde ich. Also es hat sogar ein Radfratz outspeedet, was ganz schön krass ist eigentlich, weil Radfratz richtig schnell ist und Schrummisch jetzt nicht. Okay, ich frage mich, was hier noch so für Pokémon gibt, aber irgendwie passt die Musik nicht so, würde ich sagen. Hört ihr das? Finde ich nicht so passend. The forest is scary, right? I'm not afraid. Ach so, okay. Kein Kampf? Okay, Arschloch. Sie meinte, dass der im Wald gruselig sei und dass sie aber trotzdem keine Angst hat. Not even bad. Ein Haus! Oh mein Gott! Hey, ein Pokéball, nice. Oder ein Item. Hört ihr die Musik? Die ist voll chillig. Okay, das habe ich auch schon im letzten Part gesagt, aber egal. Kennst du die Legende von Celebi? Ja. I really hope Celebi returns. Okay. Sie hofft also, dass Celebi irgendwann mal zurückkommt. Some trainers are stronger than others. In every city, the strongest trainers will band together to make a gym. The strongest of these is called a gym leader. Only powerful trainers can challenge a gym leader. Are you a powerful trainer? Natürlich bin ich das. Would you like to back that up? I still have a Pokemon from my days as a trainer. We can battle if you like. Okay. Ich habe jetzt Angst, dass es jetzt ein overpowered Shit ist. Also er meint, er hat jetzt erstmal erklärt, was eine Arena ist, dass da viele starke Trainer sind. Da hat er mich gefragt, ob ich ein guter Trainer bin. Ich meine so, ja. Und ja, und jetzt hat er gemeint, ob ich das nicht zurücknehmen will. Natürlich nicht, wir kämpfen jetzt. Ich habe Angst. Ein Pokémon hat er. Oh, er hat einen Radfratz. Er meinte, er hat ein Pokémon von damals, als er auch ein Trainer war. Ein Radfratz ist jetzt nicht das Wahre, ne? Focus Energy, oh mein Gott. Ich habe ja so viel Glück mit Quits, ne? Da muss ich aufpassen. Also ich glaube, ich bin einer der Spieler, die wirklich am safesten eine Nasog spielt, weil ich wechsle sogar aus, wenn Quit ausreichen würde. Also ich rechne aus, ja, wie viel würde ein Quit machen. Ich weiß nicht, also ich glaube, das ist noch doppelter Schaden. Also jetzt ein Normalschaden 8 würde ein Quit 16 machen. Und wenn ich jetzt noch unter 16 KP habe, dann wechsle ich aus, weil ich will meine Pokémon nicht verlieren. Wischter. Und das war eben bei Pidgey nicht der Fall. Ja, da habe ich es leider sterben lassen. Das war aber nicht meine Schuld. Dieses Radfratz, das war einfach krank. Du hast bewiesen, dass du gut bist. Okay. Okay. Oh, ich krieg was von ihm. Okay. Dankeschön, danke dir. Ich habe einen Superball bekommen.
The Great Ball is special because it has a higher catch rate than a Pokeball. If there's a Pokemon you want really badly, well, just make it easier to catch. Okay. Er meint, dass es eben einfacher ist, Pokémon zu fangen, die eine höhere Catch-Rate haben als sonst, als normale Pokémon, ne? Shh, I'm on a mission for the Pokémon Rangers. I'm trying to track down a rare Pokémon, okay. Er sucht nach einem seltenen Pokémon, weil er ein Pokémon Ranger ist. Ja? Also auf einer Pokémon Ranger Mission. Ich mag kurze Hosen. Ey, das ist doch... Der ist von der ersten Generation. Ich erinnere mich an diesen Satz. Das war hier auf dieser Route. Vielleicht blende ich es mal ein. Da bin ich mit Justin schon vorbeigekommen. Da habe ich mich auch über den Satz lustig gemacht. Ich glaube, das ist ein kleines Gimmick. Die bauen ja auch richtig viele... Na, Gimmick nicht. Die bauen ja auch richtig viele... Oder der Spiel gemacht hat, der baut hier auch richtig viele Anspielungen auf bestimmte Dinge ein. Und das war schon so die erste Anspielung. They say Devin is super, the superior town gym leader. He's fighting type Pokémon. Flying is good against fighting. Maybe I could catch something on Route 401. Ja, ich hätte jetzt eins, aber nee. Das war mir doch nicht gegönnt. Vielleicht komme ich auf der nächsten Route, dann finde ich vielleicht noch ein Flug-Pokémon. Das wäre ganz witzig. Ich habe eine Pitcherberry bekommen. Übrigens, ich fände es so cool, wenn es mal mehr Pokémon gäbe, die nicht den mit Flugtypen keinen Nebentypen normal haben, weil Flug ist so nützlich gegen Kampf und Boden. Und in Competitive sieht man Kampf und Boden einfach so oft und deswegen finde ich auch, den Flugtypen ist einer der besten defensiven Typen. Mit Stahl natürlich. Also Flug in Verbindung mit Stahl, also zwei Pokémon, die Flug und einer Flug und einer Stahl hat, das ist schon ein ganz guter Chor eigentlich. Also jetzt die Skarmory, das ist wieder was anderes. Aber naja, das ist eben meine Meinung. You have a Pokémon. You must be a trainer. I'm in this forest trying to catch one myself. Maybe when I got one, we can have to battle. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, das wäre cool. Komm schon, ein Gras, was ist das denn? Stimmt, das wollte ich noch erwähnen. Es gibt hier Doppelkämpfe. Und ja. Das hat schon fast mein Sui irgendwie umgebracht. Also, das war schon riskant. Da war wieder ein... Natürlich war da ein Radfratz dabei. Oh mein Gott! Da ist ein Hypno! Hallo. It's a Hypno! The Hypno looks awfully sad. Awfully sad. Perhaps she's worried about someone. Okay. Okay. Oh, hier ist der... Hier, Dingens, der Celebi-Schrein. The shrine glows with the glory of ages past. Das ist ein schöner Satz. Ach, come on! Goddammit. Pass! Das ist ja Lou! Das ist ja Lou! Lulu! Was hast du zu sagen? Ach, I'm not here. I'm not here. Please. Don't tell anyone I was here. I'll teach one of your Pokémon Headbutt. Yeah. How about that? Okay. Können wir machen. Ist natürlich besser als Tackle bei beiden. Ich bringe beiden Headbutt bei. Okay. Now you can tell anyone I'm back here, okay? Okay. Ja, geil. Ich bringe auch Magby Kopfnuss bei. Weil das ist ein 70er Space Move. Also, warum nicht? Ja, ist beides 100 Accuracy. Das wollte ich mal gucken. Weil in der vierten Generation war es ja noch so schlau... So toll, so, ja, ja, way, ganz toll, schön. Da war es ja noch so, dass Tackle eine 95er Base Accuracy hat. Das war richtig behindert. Mann, das waren Zeiten. Ja, dann laufen wir mal lang. Oh Gott, das ist Scheiße. Ja, ich könnte dir mal was erzählen. Ich habe ja auch eine Liste, was wir alles machen könnten. Nee, warte mal. Okay. Jedenfalls... Ja, habe ich mir da ein paar Dinge aufgeschrieben, worüber ich reden könnte. Ich könnte natürlich darüber reden, wie das Abi ist. Ich hatte jetzt eine Woche Abi. Und ja, da, also, kennt ihr es auch, wenn ihr irgendwas Neues macht? Und dann ist es auf einmal so, dass ihr übel, dass die Zeit übelst langsam vergeht. Also, es ist vor allem in der Schule so, habe ich das Gefühl. Weil man dann, ich weiß nicht, also, da hat man das Gefühl, die Zeit geht viel langsamer, weil... Man erkennt alles neu, man sieht alles neu. Und das eben auch beim Abi so. Und das finde ich ganz interessant immer zu sehen, wenn ich mal was Neues ausprobiere.
Oder wenn ich zum Beispiel einen Film gucke, einen neuen. Oder irgendeinen Film, den ich noch nicht kenne, dann... Oh, fuck. Aha, jedenfalls, wenn ich einen Film sehe oder so einen, den ich noch nie gesehen habe. Das ist auch so, dass, wenn ich das erste Mal sehe, den Film, dann dauert, finde ich, kommt mir das so vor, als würde es viel länger dauern. Und es laggt hier gerade wie Sau. Boah, guck mal, der Schatten. Nice. Aber warum? Es ist doch Tag. Ja, und wenn ich eben den Film noch einmal sehe, dann vergeht die Zeit viel schneller, weil ich das alles schon mal gesehen habe und dann nur noch, ja, weil ich da schon auf die Details achte, wisst ihr? Das ist auch so bei Filmen so, also man achtet beim ersten Mal gar nicht so richtig auf die Details, also so auf Hintergrund und so. Also ich denke manchmal bei Filmen echt darüber nach. Und ja, wow, der Pokémon sieht stark aus, ja, stimmt, hast du recht. Devin, der Gymleader, ist wirklich stark. My Snorlax couldn't beat him. And my Snorlax is very... Was? Relaxo kann jeden schlagen. Jedenfalls so viel zu dem Thema, man etwas Neues entdecken. Das ist genauso wie bei Pokémon Little Cup, als ich das erste Mal gespielt war. Ich war so gehypt. Oder die ganzen Almost Any Ability und so. Das habe ich so gefeiert, meine Freunde. Das erste Mal, also die ersten Kämpfe, habe ich total gemocht. Deswegen finde ich Pokémon auch so geil, weil es immer wieder ein neues Tier gibt bei Pokémon Smogon. Deswegen... finde ich auch nicht, dass man Smogon irgendwie haten sollte. Want to go through route 302, but the door is blocked. Ja, du brauchst die VM-Stärke. A guy in the battle club is selling them for... Ja, natürlich. Okay, ja, so wie dazu. Jetzt werden wir uns erstmal die Stadt ansehen. Mein Lieblings-Pokémon ist Beedwill. Hast du einen... Also ein Beedwill, wie heißt denn das? Oh Gott. Was Beedwill? Das ist die Biene eben. Was? Mann, das wäre so cool. Nein, schade. Ach. Wenn ich ein Beedwill bekomme, dann muss ich hier auf jeden Fall hin. Warte mal, ich schreibe mir das mal auf. Bis gleich. So, sind wir wieder zurück und ich habe es jetzt mal aufgeschrieben, damit ich das auch überhaupt nicht vergesse, weil ich will dieses Mannschlecks, ey. Ich will ein Relaxo. Ich liebe Relaxo, das wisst ihr, glaube ich. Ich meine, im Overused, das ist einfach klasse, das Pokémon. Ich liebe das Saltwest Relaxo. Boah. Ich feiere das Fieso da so hart. Und wenn ich das in diesem Spiel hätte, boah, das wäre nice. Sogar mutige Pokémon-Ranger müssen shoppen gehen. Oh ja, das müssen sie. I'm here to buy supplies for my vacation. Sunscreen Potions. Ja, okay, da will irgendwas für seinen Urlaub kaufen. Also sein, wie heißt denn das? Was ist denn das, was er umhatte? Schwimmreifen, den hatte er um. I wish I could just play video games inside. I hate the sunshine so much. So richtiger Nerd. Der hat gemeint, ich würde so gerne mal drin spielen. Oh mein Gott, das ist ein Alien. Ich fühle mich nicht so gut. Ich brauche ein Gegengift. Oh, du hast gar kein Gegengift. Oh, ich hole ein Gegengift. Ich bin der Arzt von Dienst. Scher, bin ich der Arzt von Dienst, ey. So. Antidote, wo ich jetzt zu kaufen. Mann, zu schnell gedrückt. Bei Antidote. Einer. Ich wette, wir kriegen da was richtig Cooles von ihm. Vielleicht ein Arschfick. Oh Gott, das war jetzt. Wieso sage ich manchmal sowas? Manchmal reite ich mich ja selber in die Scheiße. Natürlich kannst du ihn haben, mein Freund. Boah, danke, ich fühle mich schon viel besser. Ich habe Acid bekommen. Geil. Diese Attacke, that move will let you shoot powerful acids at your opponent. Ja, Acid, also es wäre Säure, ne? Und der Typ sieht sehr verdächtig aus. Mit dem rede ich gleich. Okay. Hello there, child. Can I ask you a question? Which is your favorite out of the following types? Freunde, hier gibt's ein Pokémon, glaube ich. Oder kein Pokémon, warte, hier gibt's eigentlich nur ein Item, glaube ich. Ja, so an sich Wasser oder Feuer? Ich würde sagen, wir nehmen Feuer. Wir haben einen Feuerstein bekommen, nice. Okay. Ich dachte, es wäre eine etwas besondere Person. Ein alter Mann. Oh mein Gott, dieses Trousy, dieses Trovato hier. Was macht es da mit Anton? Oh nee. Ich bin der IV. Wow, geil. IV Changer. Das wäre dann. IV ist ja DV in Englisch. Do you know what an IV is? Natürlich weiß ich, was ein IV ist. Vielleicht.
Ja, ich glaube, dafür braucht man einen IV-Stone, ne? Ja, man braucht einen DV-Stein, um diese zu bekommen. Also, ihr müsst wissen, in diesem Spiel kann man die DVs richtig leicht ändern. Also, da, man kann sie ändern, so an sich. Also, man muss da nicht züchten und da gibt es dann so eine Basis später, aber ich will nicht zu viel spoilern. Also, ich weiß schon ein bisschen, also, von diesem Spiel, also. Aber nicht alles, es ist schon blind, meine Freunde. My Psyduck and Drowsy, and that Drowsy are having a playdate. What? But I'm worried that Drowsy's mom forgot about it. Can you remind her for me? Okay. Müssen wir jetzt zurück zu der... Wollen wir das mal machen? Okay, das skippen wir. Und das machen wir jetzt letzte Tat. In 6 Sekunden ist 20, glaube ich. Okay, bis gleich. Okay. Das ist tatsächlich die Mutter, wie ich dir gedacht habe. Okay. Tell her about the Dolls Playdate. Also, sie hat ja das, dieses Hypno war ja besorgt um irgendjemanden. Und jetzt erzählen wir ihr, dass liebe Traumato bei einem Playdate ist. Und ich würde nicht gerne mit einem Drowsy ein Date haben als Pokémon tatsächlich. Der Hypno looks not disably more cheerful. Thank you. Hä? Huh? She talked telepathisch. Oh, das ist ja cool. Das hat mit uns geredet über telepathisch. I owe you a favor. Thank you for wishing me my child safe. Let me know if I can do anything for you, even if someone was charging unfair prices for an IH. Genau! Okay, das ist für die VM-Stärke. Geil! Ist das cool? Die hat gesagt, sag mir, wenn ich dir helfen kann bei irgendwas. Selbst bei Wuchern, die dir VMs für unsagbar teure Preise verkaufen. Oh mein Gott, das Spiel, ich liebe es jetzt schon. Okay. Hypno für, ja, wie heißt das? Für HM-Stärke. Wie geil. Okay. Das soll die Folge für heute beenden. Und dann gehen wir gleich... Dann gehen wir gleich zu der lieben Frau und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tüdelü.